Aaron, Sie haben das Wort. Hello. Wir sind nach unserem Release-Wochenende wieder für euch da. Das heißt, ihr seht die Woche die Farben, die gefehlt haben, weil wir hatten einfach gar keine Zeit mehr. Und natürlich kriegt ihr hier jetzt direkt noch so einen kleinen Bericht über unser Turnier. Was wurde gespielt? Wer hat getoppt? Ich würde sagen, let's go, Daniel. Let's go ins Video. Nein, ins Intro. Battlebear! Bum, 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 bum. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Heute ist Dienstag, der 27. Februar 2024, zwei Tage nach dem wunderschönen Release-Event, Constructed Groß-Event von uns aus der Bärenhöhle. Teilgenommen haben 101 Leute. Das waren, ich glaube. Es waren ganz viele Dalmatiner bei uns. Ja, nur. Ein paar zu viel, weil 99 waren es ja nicht. Das waren 101 Dalmatiner. Ja, aber wer war da, Perdi und Pongo? Das. Vielleicht die Finalisten, kann man so sagen. Mal gucken. Ja, 101 Dalmatiner bei uns in der Bärenhöhle. Und es war ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich fand auch ganz kurz rückblickend auf das Event, fand ich die Anmeldung sehr, sehr smooth. Es war sehr, sehr easy gefühlt. Mit den Codes einloggen, Liste, zack, zack. War relativ simpel und easy. Gab auch nicht um irgendwelche größeren Komplikationen. War alles relativ smooth. Die Stimmung war gut. Wurden 7 Runden Swiss gespielt, plus dann nochmal die Top 8. Und ja, der Aaron hat dann so ein bisschen Statistik gebastelt, ist durch die Reihen gegangen, hat mal auf die Tische geschaut und hat gesehen, was gespielt worden ist und hab das für euch niedergeschrieben. Und das Ganze schauen wir uns jetzt an und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Decklisten und ja, was wir so für Eindrücke hatten von diesem ganzen Event. Jetzt kommt der spannende Teil für euch. Der spannende Teil für andere Menschen habe ich jetzt abgehakt. Jetzt Hardcore, let's go, Statistik. Balkendiagramm. Säulendiagramm, wir sehen es jetzt. Das ist ein Kuchendiagramm. Es ist ein Kuchen. So. Let's go. Wir haben ganz erwartet eigentlich Rubin Amethyst wieder dabei. Ich denke, diese Farbkombination ist bei Lokana einfach nicht mehr wegzudenken. Dann haben wir bei den meistgespielten Decks auch die neuen Meta-Decks oder die gehandelten Meta-Decks dabei. Das ist einmal das Beast-Combo-Deck mit Stahlsmaragd. Das war sehr, sehr viel gespielt noch. Genauso wie ich eigentlich noch ein bisschen mehr erwartet hätte, dass das Stahl-Amethyst ein bisschen mehr gespielt wird. Weil das ist das neue Jafar-Deck. Wir haben sehr viel Smaragd-Bernstein. Da gibt es halt drei Variationen, wie man spielen kann. Da gibt es einmal das neue Mufasa. Dann gibt es das sogenannte Lemon-Lime, das ist so ein bisschen aggro-lastiger. Und wir haben wieder Discard-Variationen in dieser Farbe. Sehr viel sogar, ne? Ja. Also Discard-Waren ist wieder sehr, sehr viel unterwegs. Übrigens, im Stahl-Smaragd-Pile sind auch Discard-Decks drin. Also das ist nicht nur das Beast-Deck, da sind auch Discard-Decks dabei gewesen. Was ich halt sagen, oder was mir aufgefallen ist, dass jedes grüne Deck, wer hätte es erwartet, eine Ursula gespielt hat. Ja. So, ich sag mal, 90% von denen haben immer wenn Smaragd dabei stand, war eine Ursula da, weil ich meine, es ist eine der besten Karten in diesem Set. Na gut, in den Beast-Decks wird sie ja nicht gespielt. Ich glaube, wird sie nicht gespielt? In einigen wurde sie nicht gespielt. Also ich hätte sie mitgenommen, weil sie einfach wirklich gut ist. Also sie wird fast immer gespielt, wenn hier Smaragd steht, ja. Ja, weil ich mag mal, wenn sie, das Schlechteste, was sie singen kann, ist, keine Ahnung, selbst, und das ist sehr gut, der neue hier, ein guter Ehemann, glaube ich. C4 und werf 2 ab, das ist völlig fein. Gut, in Smaragd Stahl kann sie ja auch sehr, sehr viele Lieder singen, ne? Ja, gerade, wir haben ganz viel Ein Herz aus Stahl gesehen, wir haben Let ganz... It go. Naja, nee. Let's Storm Rage On. Das Storm Rage On haben wir ganz viel gesehen. Gibt schon sehr viele Möglichkeiten, das zu spielen. Also die Ursula ist schon sehr, sehr stark. Was mir tatsächlich beim Stahl-Amethyst aufgefallen ist, ist, dass dieses Deck halt wirklich nur um Jafar basiert. Ist Jafar nicht da, hast du wenig Gefahr auf dem Board. Gefühlt. Das ist der Pressure-Punkt. Also du musst jeden Jafar loswerden, weil du sonst
Gefahr läufst, wenn der einmal liegen bleibt oder liegt, dann macht er wahrscheinlich den Sack zu. Ja, das ist so das Ding bei diesem Deck. Und das ist vielleicht zu einfach, um drumherum zu spielen, gefühlt. Ja, die Leute sind darauf eingestellt gewesen. Ne? Das Deck ist, seit es alle Karten-Spoiler gibt oder seit es den Jafar gibt, ja, ist es bekannt. Leute spielen da drumherum, Leute haben extra getaggt gegen diese Decks. Es wird wieder ganz viel Zähne blank wie Neid und Removal generell gespielt, dass die kleinen Jafars weggehen, dass man den großen Jafar kommen sieht und den dann wieder los wird. Ja. Ist auch krass, dass beispielsweise die Mistis Medusa, glaube ich, die etwas für 3 zerstört, ist so dominant gewesen an diesem Wochenende. Also super viel gespielt in Rubin. Ja. Für 6 nicht inkbar zerstört, was mit 3 oder weniger Stärke. Die Sache ist, auf die Tremaines haben sich viele jetzt mittlerweile eingestellt. Das heißt, die spielen halt Low-Cost-Drops neben die Big-Cost-Drops. Ja, damit du die Tremaine... Damit du den wegkriegst. Dann macht die Tremaine nicht mehr so viel, wenn das das einzige Out ist aktuell. Es ist nicht mehr so notwendig, um Ward drumherum zu spielen. Ne, es gibt wenig, das Ward hat, wo drum du drumherum spielen musst oder willst und kein Be Prepared benutzt. Ja. Von daher ist es einfach so, dass die sich bewährt hat, weil das schlechteste Matchup Aggro ist. Ja. Vor allem Mirror Match ist halt auch super gut. Die trifft halt auch einfach mal das Stahlbiest, was ich sehr krass finde. Nee, nicht das. Die trifft noch relativ viel in dem Bereich. Den Robin, den neuen, trifft sie. Ja? Ja. Der müsste 3-6 haben. Das ist sehr, sehr, sehr stark. Also gerade, das finde ich sehr gut. Also ich finde das sehr, sehr, sehr krass, diese Karte, dass sie so viel Spiel gesehen hat. Tatsächlich. Viele haben in Bernstein getaggt mit Kida. Ja. Und King D ist das halt so ein Auto-Win quasi. Ah, ist bei dir alles 3 Schlewäsche. Dann hat er nichts mehr Power. Ja. Remove. Ist natürlich die Kombination dann aus den beiden Karten. Kida wurde tatsächlich häufiger gespielt, als ich gedacht habe. Auch wenn sie nur, ja, wenn sie das Spielfeld betritt, das Ganze macht. Orattenzahn hat somit gar keine Berechtigung mehr, weil Stärke dazugeben ist so... Ja, man sieht ganz viele Set 2 Karten auch gar nicht mehr, ne? Also... Ja, einige, ne? Das ist korrekt. Was ich ein bisschen schade für mich persönlich finde, ist, dass es weniger Itemlisten oder nicht ganz so viele Itemlisten gibt. Ne? Stahl Saphir sind so einige Items gewesen mit Richtung Bell und Tinten. Das ist auch so die Idee, die ich gerne spielen wollen würde. Ja, wir hatten in den Decks jetzt weiterhin noch, wir hatten relativ viel Rubin-Saphir-Spiele. Das ist halt quasi fast das alte Deck. Da ist nicht so viel Neues reingewandert. Da gibt es auch gar nicht so viel, was du da machen kannst. Dadurch sind die leider auch nicht so erfolgreich gewesen. Wir haben Stahl-Bernstein, da gibt es wieder 2 Variationen, wie man das spielen kann. Es gibt ein neues Steel-Song, das hat ganz hart drunter gelitten, dass es so viel Song-Hate gibt. Hat trotzdem eine Liste in die Tops geschafft. Ah, das ist genauso. Nochmal kurz zurück zu Stahl-Amethyst. Dieser neue Steel-Hate, dieser neue Song-Hate macht es dem Deck auch nicht besser, ne? Wenn man dann mit einem Howl New World startet und keins mehr nachzieht und es dann abgeworfen bekommt von der Ursula oder von dem neuen Baloo-Spell. Das Jafar ist richtig hart aktuell darunter am Leiden. Das hat ein ganz großes Problem. Und musste da drin sein, weil sonst wäre das Deck sehr, sehr gut geworden, weil das muss nur das Whole New World ziehen, dass man nicht aus der Hand los wird im Prinzip. Dafür gibt es ja jetzt diese Karten in Smaragd. Wir hatten Rubinstahl, waren die Piratendecks fast immer. Oh ja, stimmt. Piraten ist auch sehr, sehr cooler Tribe gewesen. Ich habe das gesehen beim Zuschauen. Das sieht super lustig aus. Ich glaube, das ist so ein richtig geiles, kleines Fun-Deck, was sogar relativ stark kompetitiv funktioniert. Aber das Smaragd hat erstaunlich gut funktioniert. Das habe ich mir ja auch überlegt gehabt, als ich Spoiler gesehen habe, dass das bestimmt Spiel sehen könnte. Gerade mit. Die spielen hauptsächlich auf die Ursula. Ne? Die 3er Drops im Questen relativ aggressiv und spielen das Bounce Package in Amethyst mit. Ursula and Friends oder so? Es ist so ein Zoo-Deck, ne? Es sind halt alle so. Und viele, also Freunde aus dem Schattenreich, ne? Grafiki, das neue Meervolk. Ja, das Meervolk hat ja auch jeder gespielt, das Marak gespielt, weil die ist so ein No-Brainer. Ja. Die ist so viel besser als die One-Drops, die einfach 1-1 sind in Vanilla. So viel besser, weil du spielst 1 Cursed Merfolk, Turn 2 Flynn Rider und du kannst dann schon mal 2 Karten direkt abwerfen müssen.
Du musst die auch beantworten irgendwann. Also du kannst den ein, zwei Mal questen lassen, dann solltest du die loswerden. Ja. Also finde ich super. Also diese beiden, gerade die, auch dieses Customer-Erfolg ist so dominant gewesen in den Decks, sobald Smaragd drauf stand. Dann hatte man Stahl Saphir, das sind Robustlisten im Prinzip. Die spielen sehr hart auf Robust und Beschützen. Der Coxwolf ist immer noch so ein Ding. Ja, habe ich auch gesehen auf dem Tisch, das stimmt. Wir haben Rubin-Bernstein, das sind eigentlich immer Mufasa-Decks. Sehen wir auch eins in den Tops. Ja. Amethyst-Bernstein, da weiß ich gar nicht. Das waren, glaube ich, alles Akrolisten. Für die, die das noch nicht wissen, es gibt in den Farben quasi einen Bronturn-Kill. Mit Merlin zusammen. Und du brauchst zwei Brightlands, jeweils einen Prinzen da drauf. Und einen Merlin. Ah ja, gut. Und dann loopt das mit quasi zwei Schlangen so hart hin und her, dass das Spiel vorbei ist danach. Wir haben natürlich auch schöne neue Karten gekriegt, in gerade Bernstein für diese Aggro-Sachen. Ja. War jetzt nicht so erfolgreich bei uns. Wenn man die Decks gekannt hat, konnte man sich darauf einstellen. Waren alles sehr niedrige Kosten, gerade gegen Stahlleiten, die diese Decks sehr hart. Ja, das ist dann leider so. Dann haben wir noch relativ wenig Saphir-Bernstein. Das hat sich, glaube ich, auch fast erledigt, diese Kombination. Das Heilen ist zwar ein cooles Gimmick, kann ein witziges Deck sein, funktioniert im Kompetitivbereich aber so quasi gar nicht, weil die Top-Decks nicht wirklich Schaden machen, sondern direkt removen oder nicht Schaden liegen lassen. Das ist halt so das große Problem. Man muss sich den Schaden selber machen und da ist halt Rubin die bessere Farbkombination. Dann hatten wir noch Rubin-Smaragd. Das waren Evasive-Listen. Die haben relativ viel Evasive-Krempel gespielt. Was halt aber auch nicht so hart zum Tragen gekommen ist. Die neuen Rubin-Decks, die spielen fast alle die Ares Legacy. Denen ist Wendig auch vollkommen egal mittlerweile. Und wir hatten dann noch eine Smaragd-Saphir-Liste, das Top 5 hat sich auch quasi, das High 5 hat sich auch fast erledigt. Das ist schön, das kann schon mal dazu führen, dass dieses Game relativ zügig versuchen zu schließen, aber sobald die einmal raus sind, sind die raus. Denen fehlt einfach nur eine verlässliche Draw-Engine mit der Aggro-Strategie. Ja. Ja, was man noch sagen kann, tatsächlich Ortschaften wurden semi viel gespielt, natürlich, also Rubin spielt es gibt die Handvoll, die wir auch eigentlich besprochen haben. Genau, sind die, Schloss, die erwarteten, Legacy, die gespielt werden. Jolly Roger, Bayou wegen der Combo und Ende der Aufzählung. Brightland wird noch gespielt und es gibt noch so zwei, drei, die als One-Drop-Location gespielt werden im Piratendeck. Gut, weil du halt die Locations brauchst für den John Silver, ne? Das zum ist, Beispiel, ja. Das Deck spielt ja sowieso die meisten Locations, um diese Combo auszuspielen. Aber da ist es die wichtigste. Aber selbst die. Ja. Ja gut, so ein Robust 3, schon Silver mit Questen 3, wenn drei Orte liegen, ist halt schon doof. Ja, aber es sind halt Orte. Die Sache ist halt, die Orte, die haben halt den Anführungsstrichen Drawback, dass sie ja nicht zurück angreifen. Das heißt, die werden relativ schmerzfrei removed und dann stehst du da. Habe ich logischerweise auch kennenlernen müssen. So, Top 8 schauen wir uns mal an. Der Aaron hatte schon so ein bisschen geteasert, in welche Richtung es geht. Und das waren dann die Top 8 Listen. Rummeti, Rubin, Amethyst, Smaragd, Amethyst, Bernstein, Smaragd. Guck mal, da hast du jetzt Bernstein klein geschrieben, du Schluri. Bernstein, Rubin, Stahl, Amethyst, Stahl, Bernstein. Also, Stahl, Amethyst war das Jafar. Genau. Stahl, Bernstein war? Das müsste in Richtung Steelsong gehen. Bernstein Rubin ist eine Mufasa-Liste. Bernstein Smaragd ist Discard, glaube ich. Das war kein. Nee, das ist kein Discard. Das war Lemon quasi. Lime. Ja, genau, Lemon Lime ist das. Viele haben erwartet, dass es Mufasa ist, weil es ähnlich ausgesehen hat, aber es ist eher Lemon Lime. Also war aber, glaube ich, Mufasa sogar drin. Nee, ist kein Mufasa drin, deshalb. Ah. Smaragd Amethyst war dann diese Ursula. Das sind fast dieselben Decks, genau. Und Rubin Amethyst war auch fast dasselbe. Dieses neue, modige. Machen wir mal die Listen. Ah, stimmt. Wir gehen jetzt zu den Listen, dann können wir einfach mal reingucken. Das war Whole New Jafar, also dieses Whole New World
Jafar-Kombo. Ja, was wir sehr viele sehen, was ich den Aaron während dem Event schon gefragt habe. Hey, 3-6 ist der Robin. Zweite Reihe links. Oh ja, stimmt. Ja, was ich gesagt habe, hey, die Krabbe wird ja häufig gespielt. Ja. Und du hast mir die Antwort genannt. Ja, es gibt ja auch mittlerweile Orte und die müssen weggemacht werden. Ja. Ja, macht Sinn. Kommt rein, 3 Stärke, let's go, ab in auf den Ort, weg. Und damit ist, wird quasi jeder von den bisschen... Also, es haben einige Leute Orte ausprobiert, die wir Licht auf der Liste hatten. Die haben dann schmerzlich gemerkt, dass die Merlin-Krabbe der Orte-Hasser ist. Ja. Der zerschnetzelt die einfach. Weil selbst so einen 3-2er Jafar macht dann so einen Ort mit 6 ja. locker kaputt. Da braucht man gar keinen Maui. Ja, das ist die neue Tech-Karte, die Krabbe Merlin. Tatsächlich finde ich sie auch für 2-3-3 super stark an sich. Hat auch 3-3, oder? Ja, vor allem macht sie das, wenn sie auch geht, auch wieder. Ja, genau. Das heißt, du bounce die mit deinem Fuchs. Der Fuchs hat 7. Ja, klar, natürlich. Pain. Stimmt. Vor allem, was halt auch auffällt, ist, dass die gute Fee in solchen Decks halt super viel Sinn macht, weil alles, was du spielst, fast alles Flatborn-Charaktere. 3, 4, 5, 6 Flatborn-Charaktere spielt man. Beast, Robin, Isma, Naseweiß, Jafar, oder? Oder ist der andere Jafar oben auch noch? Der oben, der, die ist Schlange auch ist auch ein. Ah, check. was mich wundert, ist tatsächlich, dass in diesem Deck dieser andere Jafar nicht gespielt wird. Also der oben guckt. Es gab Listen, die den gespielt haben. Okay. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch probiert. Hätte wahrscheinlich einen Zeus weniger gespielt. Ja, der große Zeus, der neue Song, auch sehr, sehr stark, sehr, sehr dominant. War in jeder Liste zu sehen, die Stahl hatte. Weil ist einfach ein zu guter Spell. Und weil das ein Song ist, ja, singst du etwas mit 4 und let's go, dann schießt du was tot. In der Liste sehen wir tatsächlich nicht das, was ich relativ oft online sehe. Die spielen noch den Captain Hook, den 1er und den 5er, weil der kann dann auch die ganzen Songs singen. Mhm. Wir sehen hier aber Kanonen. Aber es hat wohl zum Erfolg beigetragen, dass die Liste so gespielt worden ist, wie sie gespielt wurde. Ja, Robin Hood, sehr, sehr dominante Karte auch. Das Biest sowieso nicht mehr wegzudenken aus Stahl, würde ich sagen. Dieses No-Brain zwischen 2 Karten. Ist auch zu Recht die teuerste Karte in dem zweiten Set. Ja. Gehen wir weiter aufs nächste. Ja, und der kleine Robin Hood nur als Shift-Target für ihn. Und Early Aggro, würde ich sagen. Hm? Ja. Gehen wir weiter ins nächste. Dann haben wir hier die Rubin-Amethyst-Liste Nummer 1. Die es leider nicht so ganz so weit geschafft hat. Aber sie schaut trotzdem ähnlich aus. Ja, also hier sind die Tech-Choices auf jeden Fall der LeFou. Wir sehen noch Drachenfeuer. Da hat jemand sich wahrscheinlich auf Beasts eingestellt, weil die muss man halt loswerden. Genauso wie auf Jafars. Ich weiß auch nicht, wie großer Fan ich davon sein soll oder kann, dass man keine Drachenfeuer mehr spielt. Viele spielen keine Drachenfeuer mehr, sehen wir auch gleich. Es wird jetzt die Madame Medusa hauptsächlich gespielt. Wir sehen hier den Prinz Erik, der ist im Prinzip auch Target Removal, weil man kann mit ihm auch einfach mit Zähne blank wie Neid was Kleines und was Großes loswerden. Mhm. Wir sehen hier das quasi nicht mehr wegzudenkende Madame-Paket mit den Merlins dazu. Wir sehen da immer variierende Zahlen. Ja, also in den es gibt ganz viele Listen, die spielen nur dreimal die Schlange. Es wird quasi immer viermal der Fuchs gespielt. Wir sehen hier erstaunlicherweise nur dreimal den Hasen und viermal die Ziege. Oft ist es genau andersrum. Wir sehen hier zwei Krabbies. Ja, das ist so die Zahl, die man... Wir sehen hier einen Peter Pan, was ich ein bisschen... Den fand ich auch, weird ich auch seltsam. Aber gut. Ja gut, gegen die Piraten, gegen das Piratendeck, wenn das ein bisschen mehr Spiel gesehen hat, kann man den mitnehmen, weil er ist, kriegt ja kein Damage von Piraten. Na, da ist es völlig okay. Aber auch nur dann. Was macht er sonst, weißt du das noch? Es ist zu klein zum Lesen. Ich meine, das ist nicht der besser wird, wenn eine Tinkerbell liegt. Er kriegt keinen Schaden von Piraten. Genau. Er hat Shift. Und ist evasive, glaube ich. Und ist evasive. 6. Quest für 2. Ja, ja. Finde ich eine komische Tech-Choice. Was aber da halt zu sehen ist in dieser Liste, ist halt R.S. Silver und den Jim Hawkins, der stattdessen auf jeden Fall öfters mal gespielt wird, ne? Also den würde ich auch immer spielen. Das Ding ist, man muss... Ich weiß noch nicht, wie ich die Orte spiele, aber so einen Palast, so ein Schloss der Königin umsonst zu bekommen mit einem Gym ist schon eine nice Sache.
Vor allem habe ich mittlerweile feststellen müssen, dass diese Ortschaften werden eigentlich nur gespielt, um den Sack dann am Schluss zuzumachen, weil die Questen halt passiv für zwei und wenn du die nicht wegbekommst in einer Runde, gewinnst du das Spiel theoretisch. Und du kriegst sie halt aktuell in der Farbe zum Beispiel nicht einfach so weg. Was wollte ich noch sagen? Nö, nix. Gehen wir weiter? Ja. Gehen wir weiter. Steel Song. Yes. Die neue Variation, diese Version spielt keine Flöten. Online sehe ich noch ganz, ganz oft Flöten. Es sind tatsächlich genau zwei Karten aus Set 3 drin. Chernabog und der Zeus. Weil Chernabog einfach eine sehr, sehr starke Karte ist. Wenn vieles im Grave schon liegt, legst du den da raus und sagst, hallo, hier bin ich. 9-9. Questen für 3 ist halt schon eine Ansage. Man bekommt auch all seine ganzen Charaktere zurück. Ist halt die Frage, ob man das will. Dann haben wir den neuen Song, probier's mal mit Gemütlichkeit, also Discard einfach eine Nicht-Charakterkarte, also Songs, Locations, irgendwelche anderen Aktionen, Items, welche sehr, sehr gut ist. Darüber hinaus ist es ein Song, wird gesungen und der große Zeus. Das ist halt die Karte schlechthin, sag ich mal. Ne? Die ist halt ja, so wir stark. Wir sehen hier keine Beasts, keine Robins, wundert mich ein bisschen. Halt eine ganz klassische Steel-Song-Liste. Na, es sieht aus, als wäre da wirklich nur ganz wenig von dem neuen Set reingeflossen. Jetzt ist die Frage halt, ob das bewusst war oder nicht. Gut gespielt hat er ja. Ne? Top 8 ist trotzdem sehr, sehr gut gespielt. Ja, wie gesagt, ich vermisse so ein bisschen den neuen Robin und das Beast, das aus Set 2 da drin. Die Frage ist, warum das nicht gespielt worden ist oder ob das für Steel-Song einfach zu schlecht ist, aber in den neuen Amethyst, Stahl, Bernstein-Stahl-Listen sieht man die Karten trotzdem sehr, sehr oft. Das Lemon Lime, das ist das Mufasa-Deck. Ne, da war im Rubin-Deck kein Mufasa drin. Stimmt. Das Rubin-Bernstein, was es in die Tops geschafft hat, das war das, was kein Mufasa gespielt hat. Das ist halt so eine typische Liste, wie ich mir so Mufasa vorstelle. Du bist Roulette spielen. Also entweder hast du ja. Bluto für 1 ja. Oder du triffst einen Chernabog für 10. Let's go. Und der mischt dann auch alles wieder zurück, was dem Deck super gut tut, weil du kannst ja weiter Mufasas ziehen. Und du questest halt sehr aggressiv, ne? Also das ist. Was mich ein bisschen wundert, ist tatsächlich, also was wollte ich jetzt sagen? Hier ist keine Naseweiß drin, also du kannst nicht mal, du schaust nicht ins Deck, du hast nur den Pongo. Der Pongo sagt, glaube ich, auch etwa 2 oder weniger Kosten. Geht auf die Hand, oder war das nicht so? Von oben geguckt? Ja, von oben. Dann natürlich die Legende der Pluto. The Bodyguard Pluto. Der ist halt auch eigentlich super gut. Der ist mega stark, ja. Also mir gefällt die Liste sehr. Ich finde. Die einzige Karte, die mich ein bisschen wundert, ist der Ray. Ich kann es verstehen, dass er drin ist. Wendig. Questen für 3. Natürlich kommt der Nase weiß, dann macht's Peng, aber ja, gut. Ja. Es ist die typische Mufasa-Liste, die in der Farbkombi gespielt wird. Wie gesagt, die gibt es auch noch in anderen Kombinationen. Ist aktuell ein sehr, sehr beliebtes Deck. Die Liste spielt jetzt gar keine Non-Character. Es gibt Listen, die so 3-4 Non-Character spielen. Ne? Also die spielen dann so zwischen 5 und 8 Karten Non-Character. Aber war wohl sehr erfolgreich, ohne was anderes als Character zu spielen. Das große Problem an diesem Deck ist vermutlich deine Draw. Du hast nur eine Karte, zwei Karten, die dir Karten ziehen lässt, theoretisch. Der Stitch und die Rapunzel. Naja, hat Top 8 geschafft, also war wohl das Draw, die Draw Engine wohl nicht so das Problem, es hat ja funktioniert. Oder er war einfach zu schnell. Das ist die Mufasa-Liste ohne Mufasa. hier wurde kein Roulette gespielt, hier wurde ein bisschen auf Sicherheit gegangen. Dadurch wurden auch dann mehr Non-Character wieder gespielt. Wir sehen hier den Talisman, wir sehen hier Zähne blank wie Neid, wir sehen das probier's mal mit Gemütlichkeit. Wir sehen hier eine Perdita, die auch ziemlich gut war. Ne, also wieder erwartend war der Effekt doch besser als gedacht. Gerade in Kombination mit oben dem Lefou.
Was? Marti Perdita nimmt etwas. Ich bringe was mit zwei Kosten wieder ins Spiel aus dem Ablagestapel. Oh gut, Le Fou, let's go. Und wenn sie questet, macht sie das auch. Also kannst du im Prinzip. Die beschützt sich im Prinzip selber. Deine ganze oberste Reihe kannst du einfach wieder ins Spiel bringen. Mit Minimaus. Ne, Minimaus kostet 3. Ah, die kostet 3. Aber die ganze obere Reihe, oder? Yes. Der Stitch ist 2-1. Die ganze obere Reihe. Ja, hast du einige Ziele. Der ist 3-1 rasant und kostet 2. Ja. Ja, und das Picklet macht halt super viel. Der hat super viel Impact. Das Picklet questet ziemlich stark dann. Wir haben quasi die ganzen Tech-Choices oben liegen. Ne? Also wir haben entweder, wir bringen die 3-4er wieder zurück, die dann geheilt werden kann von der Rapunzel. Wir bringen den Le Fou zurück, machen die Perdita bereit. Wir bringen den Beschützer mit ins Spiel. Wir bringen die Cinderella, die Schneewittchen ins Spiel. Oder wenn wir gar keine Techs brauchen, den Picklet, um nächste Runde noch stärker zu questen. Oder wir müssen was loswerden, holen den Stitch. Also wir haben quasi eine ganze Toolbox auf dem 2er-Slot. Und Pongo nimmt die 2 Kosten auf die Hand zurück. Das war doch so, oder? Lucky meine ich, sorry. Lucky guckt oben rein und sucht 2 Kosten, ja. Ah. Oder gibt allen einen Quest-Value mehr. Not bad, solange es funktioniert. Ruby, Ember. Ich muss auch sagen, das war jetzt, also das war schon dann Halbfinale. Leider nicht weitergekommen, weil das war einer unserer lokalen Spiele. Genau wie diese Liste. Der Daniel. Ja, genau. Das war das eine der 2 Amethyst-Smaragd-Decks. Dieses sogenannte Ursula and Friends. Ja, oder Ursula und ihr Zoo. Sag ich doch, Friends. Ja gut, da sind Schlangen, da sind Chamäleons, da sind Krabben, da sind Hasen, da sind Schlangen, da sind Freunde aus dem Schattenreich. Fuchs. Füchse. Dämonen. Hasen, Ziegen. Alles. Hier wurde dann das Bounce noch mitgenommen. Das finde ich eine coole Karte für das Deck. Wir sehen eigentlich immer Friends wegen der Ursula. Halt wir sehen sehr, sehr oft Mutter weiß mehr mit Ursula. Ja, kannst du 2 Sachen bouncen. Wir sehen relativ oft sogar, finde ich, Bibidi-Babidi-Bu. Ich weiß nicht, wie großer Fan ich davon sein soll, weil ich glaube, die beiden Top-Decks haben das gar nicht gespielt. Nein, ich glaube auch nicht. Also Daniel, auf sieht man ja gar keinen Fall. Das andere weiß ich nicht. Aber hier sieht man auch der Trend, ne? Cursed Merfolk vor Malefiz ist halt die bessere Wahl. Ja, in der Liste sehen wir halt auch einige Variationen, aber auch sehr, sehr viel gleiche Karten. Ne, wir werden, denke ich, immer das Meervolk, die Schlange, den Flynn, die 2 Ursulas, die Fuchsmim, die Malefiz, die Krabbe, die Ziege, den Hasen sehen. Das andere variiert oft ein bisschen, aber Friends ist auch quasi nicht mehr wegzudenken aus der Farbe. Gerade jetzt mit den Songs wieder. Ja, dann auf jeden Fall, das ist ganz klar. Kommen wir zu unserem 2. Platz, das ist die andere Rubin-Amethyst-Liste. Wir sehen hier mehr Prinz Eriks, wir sehen hier die Gyms, wir sehen hier die RLS Legacy, wir sehen dafür keine Elsas mehr, wir sehen keinen Peter. Wir sehen hier mehr One-Drops. Dazu muss ich sagen, das hat dem Phil aber auch oft wehgetan. Ne? Ich habe 2-3 Mal nebendran gesessen, wo er dann 3 Olafs auf der Hand hatte. Ja, also ich bin auch kein Fan von so viel One-Drops. Hat sich trotzdem bewährt anscheinend. Ja, auch wenn das 2-3 Mal schon schwierig war damit. Die Mini ist eine super starke Karte. Wir sehen hier auch 2 Krabben als Tech quasi. Wir sehen hier noch Couscous drin, weil ich denke, er ist davon ausgegangen, dass er noch einige Tremains sehen könnte. Weil das ist das, was du selber gegen Tremains auch im Deck einfach drin hast. Wir sehen hier nur 3 Seiten bereit. Sehe ich mittlerweile auch einfach als normale Wahl. Oft sind 4 einfach zu viel. Ich habe schon sehr oft selbst die Erfahrung gemacht, ne? Du hast dann 2 Gemalligen schon, ja. Ziehst das dritte wieder nach und dann nach dem Shuffle ziehst du irgendwie relativ früh wieder in 1 und dann denkst du dir so, oh bitte. Vor allem, wenn man dann mal schaut. Ich will das nicht. Wir haben dann Prinz Erik noch als Option, Mrs. Medusa, nochmal nicht inkbar. Die RLS Legacy ist selbst nicht inkbar, die Hasen sind nicht inkbar. Dann kommst du relativ schnell auf deinen Counter und wenn du dann noch einen zeitbereiten Be Prepared mehr auf der Hand hast, oder mehr im Deck hast, wird das schon schwierig. Ja. Na, da ist der Gym halt schon die viel, viel bessere Wahl. Der ist nämlich, kostet 5 und ist tintbar. Dann kannst du mal wegtinten, wenn du nichts brauchst, wenn du keine Location hast. Ja. Ich muss ja dazu sagen, in der Liste sehen wir wieder keine Malefiz.
Die kein, auch, stimmt, die kleine. Keine Aladins mehr. Ne? Weiß nicht, was, wie groß er freundlich davon bin. Ich habe aber auch die anderen Listen nicht gesehen, um zu sagen, die waren halt nicht erfolgreich und deshalb spielt man das nicht mehr. Fände ich ein bisschen schade, wenn die rausfallen. Ich würde es auf jeden Fall bei uns weiter testen, weil ich ein sehr, sehr großer Freund von den kleinen Aladins gerade bin. Ich habe die großen auch ein bisschen gecuttet, weil die nicht mehr so viel Impact haben. Aber wenn man nicht mehr damit rechnet und ein großer Aladin kommt, ist halt schon... Tut weh. Ja gut, ich kann mir vorstellen, dass man bei der Aladin einfach nicht mehr da ist, weil... Ja, schwierig. Also du... Vielleicht, weil Jafar dann doch einfach sagt, ich mach das zu Ende, ich mach den Sack zu schnell zu. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Oder genau deswegen sollte man ihn spielen, damit man das verhindert. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante Deckliste. Wir werden ja sehen, wie sich das Meta noch ein bisschen weiterentwickelt. Es kommt ja auch immer auf die lokale Ebene an, wo ihr spielt. Ne? Oder dann halt auch, was am Turnier dann Meta ist. Ja. So, und jetzt? Winner-Winner-Chicken-Dinner. The Winner-Winner-Chicken-Dinner. Herzlichen Glückwunsch an den Florian. Der gute Atabax. Genau, ich weiß nicht, auch Atabax. Checkt auf jeden Fall mal auf Insta und auf Twitch. Auf Twitch streamt er, ja. Er spielt auch Ursula und seine Freunde. Ja, hier ein bisschen andere Karten noch mit drin. Der Rafiki ist super stark, denke ich. Genau wie die Jenna Box Anhänger, finde ich super gute Wahl. Wir haben ja das Mim Paket komplett im Prinzip drin. Ich denke auch, dass ich immer die vier Hasen spielen wollen würde über die anderen Sachen. Das ist einfach wichtig, diese Draw Engine mit drin zu haben. Wir sehen hier den Kid Wolkenflitzer, der hat auch super viel Impact gehabt. Also der gibt er halt, also ne. Er gibt Gegnern Karten mit 2 zurück auf die Hand. Das wahrscheinlich gefürchteste Matchup ist halt einfach sowas wie Amethyst, Rubin, haben wir jetzt auch wieder gesehen. Ne? Die haben halt sehr viel Arthur, im Low-Bereich. Arthur nach oben, tschüss. Ja gut, die neuen Decks spielen fast keine Arthurs mehr. Aber auch, selbst wenn der Hase ja zurückkommt, die Minis zurückgehen, können die nicht questen gehen damit. Sie verlieren ja eh schon Handkarten, dadurch, dass sie die Flints und die Cursed Merfolks angreifen müssen. Also es kann die einfach Runden kaufen, so lange, bis es halt vorbei ist. Genauso wie die kleinen Aggro-Decks. Man wird hier die ganzen Sachen los. Bounce ist dann, man bounce ja selber was, um eine Runde quasi den Angriff zu verhindern. Wenn es trotzdem gebounced wird, tut es irgendwann doch irgendwie weh, weil du kannst ja mit den Charakteren irgendwann nichts mehr machen. Ne? Du möchtest ja eigentlich bouncen, spielen, nächste Runde wieder was machen, bouncen. Ne? Das ist so der Plan von diesem Package. Wenn du aber in dem Gegnerzug gebounced wirst, dann musst du es ja erst wieder spielen, bevor sie dann theoretisch was machen. Mhm. Ja, wenn du die Uninkables bounced, tut es auch irgendwann richtig weh, weil du musst ja dann irgendwann das, was du nachziehst, wieder inken, wenn du ink willst. Ja. Und der Uninkable ist dann auf der Hand, bringt zwar vielleicht dann nochmal in dem Fall als Hase ein Draw, aber irgendwann macht das halt auch nichts mehr. Für mich super interessant zu sehen, die Ursula wird tatsächlich nur gespielt, um Freund im Schattenreich zu singen. Ja. Ende. Mutter weiß mehr noch. Ja, natürlich, theoretisch schon. Dann kannst du 2 Sachen auf die Hand schicken, gell? Das war doch so. Ja. Ja. Aber nur für genau 2 Songs wird das gespielt. Ja. Das Ende der Aufzählung. Reicht auch. Also 4 Karten ziehen mit Freund im Schattenreich, wenn es Ursula singt. Das ist eine Ansage. Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, für mein Verhältnis hätte ich irgendwas ein bisschen mehr gecuttet, um ein guter Ehemann noch zu, dass du mehr Draw hast und hast 3 Songs dadurch. Aber hat anscheinend so gut funktioniert, dass man das Turnier gewonnen hat und das nicht braucht. Weil ich sehe zum Beispiel persönlich den Kid jetzt nicht so mega stark, dann hätte ich vielleicht auf 3 gespielt, hätte die Krabbe nur auf 2 genommen und hätte versucht, irgendwie ein guter Ehemann noch reinzupacken. Aber herzlichen Glückwunsch, hat ja funktioniert. Ja, Naseweiß, auch noch sehr, sehr starke Karte aus Set 1. Kommt rein, verteilt Evasive, will eigentlich nur questen, weil irgendwo muss sie ja auch das Spiel mal beenden. Und das macht sie schon sehr, sehr gut. Ja. Das waren unsere Top 8. Am Sonntag bei uns auf dem Turnier. Ich hoffe, wenn ihr das hier guckt und auf unserem Turnier wart, ihr hattet viel Spaß. Solltet ihr nicht bei uns gewesen sein, zum nächsten Set gibt es direkt wieder so ein Turnier. Ja,
Bei uns ist immer das ganze Release-Wochenende vollgepackt mit Lokana-Action. Und wir versuchen ab dieser Season Mid-Season Competitive-Events zu machen. Ja. Na, da könnt ihr euch auch schon mal drauf einstellen. Und dann gibt es für uns wieder Reports danach. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag noch und macht's gut bis dahin, bis zum nächsten Mal. Natürlich vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, zu kommentieren und so weiter und so fort. Und ansonsten lasst Liebe da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.